Moin, ein ganz kurzes Video für euch zur Info. Ich bin euch nämlich noch schuldig, euch den Gewinner des Büchercastings zu nennen. Und bevor ich euch den jetzt gleich zeige, möchte ich mich aber erstmal bei euch bedanken für die tollen Büchertipps, für die rege Teilnahme, für die Kommentare, für die Klicks, für die Daumen hoch, ja, die bei den Projekten entstanden sind. Das hat mir echt viel Spaß gemacht und jetzt kommt natürlich das Krönchen von allem. Jetzt werden wir das Gewinnerbuch des Büchercastings zusammen lesen. Im neuen Jahr. Ich finde, das passt sehr gut, dass wir dieses Büchercasting jetzt im Laufe des Jahres 2019 ja, beendet haben und jetzt der Gewinner feststeht und im neuen Jahr wir dann zusammen lesen können. Also schreibt dann gerne in die Kommentare, wer alles mitlesen möchte und dann werde ich, denke ich mal, eine Facebook-Gruppe gründen, eröffnen, dass wir uns da austauschen, je nachdem, wie groß wir werden. Ja, aber jetzt möchte ich euch zeigen, welches Buch gewonnen hat. Trommelwirbel, drrr, ich denke mal, es ist aber auch keine große Überraschung. Ich muss mal eben kurz gucken, dass ich euch das auch richtig rumzeige. Und zwar ist es Nevermore von Jessica Townsend, Fluch und Wunder. Der erste Teil dieser Kinderbuchreihe, die jetzt in diesem Jahr auch so unglaublich viel gehypt wurde und mich sehr neugierig gemacht hat, obwohl ich gar nicht so der Fan von gehypten Mainstream-Büchern bin. Das schreckt mich meistens dann eher ab. Aber dieses Buch hat mich neugierig gemacht, weil das so unglaublich fantastisch und ideenreich sein soll und ja, viele so sehr verzaubert hat. Ich habe ja auch schon das erste Kapitel oder ich weiß nicht, die ersten zwei Kapitel gelesen und euch in diesem Trial-Chapter vorgestellt, wo es ja ums Finale ging. Und ja, daher muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel sagen, aber es geht um ein Kind, das verflucht ist und eigentlich an ihren 11., ja, an ihren 11. Geburtstag sterben soll. Und dieser Fluch bewirkt auch, dass sie im Grunde für alles die Schuld bekommt, was in dem Reich so passiert, bis sie dann aber an ihren 11. Geburtstag von einer mysteriösen Person mitgenommen wird ins Reich Nevermore. Und ja, dort erlebt sie aller handschöne und abenteuerliche und magische Sachen wahrscheinlich, aber muss auch viele Aufgaben bestehen. Ja, das zu dem Gewinner. Ich freue mich sehr, dass es das geworden ist, aber ich fand alle Finalkandidaten wirklich klasse und ich habe sie mir ja auch alle zugelegt. Das heißt, ich werde sie alle irgendwann lesen. Dieses Buch werden wir aber dann halt gemeinsam lesen. Der zweite Band ist ja auch schon erschienen. Ja, mal schauen, wie es uns gefällt. Ich bin auch sehr gespannt, wer sich jetzt alles anmelden wird und ja, wie wir uns schlagen werden bei diesem Buch, beziehungsweise wie sich das Buch schlagen wird. Es wird ja oft mit Harry Potter verglichen, beziehungsweise das Gefühl, das entsteht, wenn man Harry Potter liest, dass es so ähnlich sein soll. Das sehe ich ein bisschen skeptisch, aber es macht mich natürlich neugierig. Und ich versuche aber jetzt nicht zu hohe Erwartungen zu haben. Ich möchte einfach nur ein zauberhaftes Kinderbuch lesen und hoffe, ja, dass ich das dann auch bekommen werde. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare dazu und ob ihr das erwartet habt. Ich werde euch wieder in die Infobox schreiben, wer wie viele Stimmen bekommen hat beim Finale. Also dieses Buch hat wirklich ziemlich viele Stimmen bekommen und war ziemlich klar als Gewinner. Gut. So viel dazu. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.